Muppet Michi. Die Katzen in der Nachbarschaft versammeln sich schon vor dem Verlagsgebäude. Was ist denn los? Die coolen Leute im Internet haben gesagt, dass sie mich nicht mögen! Ich will keine Puppe mehr sein! Ich will nicht mehr! Aber guck mal, es hat so viele Vorteile. Ich kann mit deinen Haaren spielen. Die haben sie aus einer Türmatte gefertigt. Und guck mal, du hast keinen Würgereflex mehr. Jetzt mach das wieder rückgängig. Na gut, aber nur weil deine Aufrufzahlen so scheiße sind. Okay. Mund auf. Lecker, lecker, lecker. Viel Glück. Hey, es hat funktioniert. Okay, StarCraft 2 Legacy of the Void hat einen Release-Termin. Die Uncharted-Macher wollen angeblich Half-Life 3 machen und Nintendo hat einen neuen Chef. Es hat wirklich funktioniert. Dabei war es die dreifache Dosis. Falls du noch was brauchst. Der dritte Teil von StarCraft 2 hat einen Release-Termin. Und zwar am 10. November erscheint Legacy of the Void, das alleinlauffähige Add-on für StarCraft 2, was übrigens der gleiche Tag ist, an dem auch Fallout 4 rauskommt. In StarCraft 2 Legacy of the Void gibt es natürlich wieder einen Multiplayer-Modus mit neuen Einheiten und verändertem Balancing. Außerdem aber auch eine lange Story-Kampagne. Diesmal dreht sich das Ganze um die Protoss und den Hierarchen Artanis. StarCraft 2 Legacy of the Void hat einen Prolog, den kann man auch jetzt schon kostenlos spielen. Da gibt es 3 Missionen schon vorab. And with it, our legacy. Eine Meldung hat im Internet für Wellen gesorgt, nämlich die, dass die Uncharted-Macher von Naughty Dog Half-Life 3 machen wollen. In dem ganzen Trubel ist dann aber wohl bei vielen Seiten unterschlagen worden, dass es sich dabei um einen Scherz handelt. Der kommt vom Last of Us Mastermind Neil Druckmann. Der hat nämlich auf Twitter gesagt: Okay, Valve, alles, was ich sagen will, ist, wenn ihr uns die Lizenz gebt, erledigen wir den Rest bei Half-Life 3, und hat dazu ein Foto getweetet von der Schauspielerin Merle Dandridge. Und da wissen Insider natürlich, was damit gemeint ist. Merle Dandridge hat nämlich in Half-Life 2 die Hauptrolle der Alex Vance gespielt. Warum Merle Dandridge jetzt wieder im Mocap-Suit steckt, das ist noch geheim. Gut möglich, dass es für The Last of Us 2 ist. Sehr viel weniger möglich, dass es wirklich Half-Life 3 ist. That's like a Zombine, right? Zombine, get it? Nintendo hat einen neuen Chef. Nach dem Tod von Satoru Iwata war nämlich die Führungsposition des Unternehmens unbesetzt bis jetzt, denn der Neue bei Nintendo ist Tatsumi Kimishima, obwohl der gar nicht so wirklich neu ist. Zuvor war Kimishima nämlich Chef der Personalabteilung und hatte auch schon einige Zeit Nintendo of America geleitet und wird jetzt die Geschicke des Unternehmens weltweit steuern. Damit sind einige Gerüchte vom Tisch, nach denen Shigeru Miyamoto, also der Mario-Erfinder, oder Genyo Takeda, der Wii-Macher, die Nachfolge von Satoru Iwata übernehmen würden. Die beiden bleiben aber trotzdem als kreativer Direktor und als technischer Direktor in der Führungsetage von Nintendo. Das war's für heute mit den News. Euch jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.